Die GLS Bank ist die älteste nachhaltige Bank der Welt und bietet ein nachhaltiges Girokonto an, bei dem ihr entscheiden könnt, wohin euer Geld investiert wird. Ich bin seit über 5 Jahren Kunde bei der GLS Bank und möchte euch in diesem Video kurz einen Überblick darüber geben, zu welchen Konditionen ihr dieses Konto bekommen könnt, wie nachhaltig diese Bank eigentlich wirklich ist und für wen ich das Konto grundsätzlich empfehlen würde. Viel Spaß mit diesem Video! Hi, ich bin Johann und mit diesem YouTube-Kanal verfolge ich das Ziel, die Welt des nachhaltigen Investierens zu erklären, aber auch zu hinterfragen. Nachdem ich in der Vergangenheit bereits das nachhaltige Girokonto von Tomorrow vorgestellt habe, möchte ich heute mal eine Alternative dazu vorstellen, und zwar das nachhaltige Girokonto der GLS Bank. Ich möchte euch dazu kurz einen Überblick geben über die Konditionen, werde euch die beiden Apps der GLS Bank vorstellen, werde etwas zu der Nachhaltigkeit der GLS Bank sagen und am Ende eine Empfehlung dazu aussprechen, für wen sich dieses Konto eignen könnte und für wen vielleicht aber auch nicht. Wenn ihr euch nur für bestimmte Teile interessiert, könnt ihr wie immer die Teilmarks nutzen. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Wer ist eigentlich die GLS Bank? Die GLS Bank wurde 1974 als Genossenschaftsbank gegründet und ist somit laut eigener Aussage die älteste Ökobank bzw. die älteste nachhaltige Bank der Welt. Im Jahr 2020 hat die GLS Bank über 6,5 Milliarden Euro von insgesamt 280.000 Kunden verwaltet und hat in Deutschland inzwischen 7 Standorte. Schauen wir uns jetzt direkt einmal die Konditionen an, zu denen ihr das nachhaltige Girokonto der GLS Bank abschließen könnt. Wenn ihr 27 Jahre oder jünger seid, ist dieses von der Grundgebühr an sich erstmal kostenlos. Ab 28 Jahren habt ihr einen monatlichen Beitrag von 3,80 Euro. Dazu kommt aber noch der sogenannte GLS-Beitrag. Der wurde vor einigen Jahren eingeführt und das ist im Prinzip ein Zusatzbeitrag, der laut der GLS Bank die Grundlage für die unabhängige Beratung und eben letztendlich auch für die Nachhaltigkeit der Bank stellt. Das ist eben so, dass in den Zeiten von rekordniedrigen Zinsen es für Banken eben sehr schwierig ist, Einnahmen zu generieren, und die GLS Bank eben selbst sagt, dass sie lange Zeit eben auf die Zinsmarge als Haupteinnahmequelle eben angewiesen waren, und deswegen haben sie eben diesen GLS-Beitrag erhoben, um so die eigene Aussage, das nachhaltige Produktangebot weiter aufrechterhalten zu können. Das sieht da konkret so aus, wenn ihr 27 Jahre oder jünger seid, ist das zusätzlich 1 Euro pro Monat, das heißt, dann seid ihr insgesamt bei 1 Euro pro Monat. Wenn man 28 Jahre oder älter ist, sind das 5 Euro zusätzlich pro Monat, die in diesen GLS-Beitrag entfallen. Das heißt, da seid ihr dann insgesamt bei 8,80 Euro monatlich für die Gebühr für das Konto und den GLS-Beitrag zusammengenommen. Obendrauf kommen dann noch 15 Euro pro Jahr für die Girokarte, die ihr eben jährlich zahlen müsst, egal ob ihr eine neue Karte braucht oder nicht. Das fällt aber auch nur dann an, wenn ihr bereits 28 Jahre oder älter seid. Wenn ihr zusätzlich noch eine Kreditkarte haben wollt, ist das unabhängig von der Kontovariante 30 Euro zusätzlich jährlich für eine Mastercard bzw. 75 Euro jährlich für eine Mastercard Gold, die ihr eben nochmal obendrauf zahlen müsst. Das sind jetzt natürlich einige kleine Kostenpunkte. Ich habe das einfach mal zusammengerechnet für den Fall, dass man jetzt 28 Jahre oder älter ist und eben ein nachhaltiges Girokonto bei der GLS Bank haben will, zusammen mit einer, sagen wir mal, Standard Mastercard, wären das insgesamt rund 12,50 Euro pro Monat, wenn man alle Kosten zusammenrechnet und das eben auf 12 Monate aufteilt. Über das nachhaltige Girokonto könnt ihr dann bei über 18.000 Geldautomaten in Deutschland Geld abholen. Dazu gehören dann so gut wie alle Automaten der Volks- und Raiffeisenbanken sowie der Sparda-Banken und der GLS-Banken. Wenn ihr außerhalb dieses Automatennetzwerks abheben wollt, ist das so wie sonst auch bei anderen Banken. Da fallen dann eben flexible Kosten an, je nachdem bei welchem Automat ihr dann abheben wollt. Es gibt aber tatsächlich auch eine Möglichkeit, wie man die Kosten für dieses Konto noch reduzieren kann, und zwar könnt ihr letztendlich GLS-Mitglied werden. Das heißt, ihr könnt im Prinzip Genossenschaftsanteile an der GLS-Bank kaufen. Das sieht so aus, dass wenn ihr 27 Jahre oder jünger seid, der minimale Betrag 100 Euro beträgt. Das ist eben ein Anteil. Wenn ihr 28 Jahre oder älter seid, müsst ihr, um Mitglied zu werden, mindestens 5 Anteile, also Anteile im Wert von 500 Euro, erwerben. Das funktioniert dann so, dass ihr damit sozusagen Miteigentümer der GLS-Bank seid, wenn man so will. Und diese Beiträge, diese Anteile werden auch verzinst. Das heißt, da hat man jährlich zwischen 1-3% Dividende, die jeweils jährlich auf der Generalvollversammlung verhandelt werden bzw. festgelegt werden, wie viel Dividende ausgeschüttet wird. Der Vorteil ist, wenn ihr GLS-Mitglied seid, könnt ihr eben einige Kosten bei dem Konto sparen. Und zwar ist es so, dass ihr euch die 15 Euro jährlich für die GLS-Karte sparen könnt, die ihr zwangsläufig zahlen müsst, wenn ihr 28 Jahre oder älter seid. Und ihr bekommt außerdem die Mastercard Standard umsonst, für die sonst eben 30 Euro pro Jahr anfallen. Was man bei den Genossenschaftsanteilen noch beachten muss, dass ihr eine Kündigungsfrist von insgesamt 5 Jahren habt. Das heißt, das ist eben kein Geld, an das ihr dann eben flexibel wieder rankommt. Ist in meinen Augen nicht so ein großes Problem, weil das eigentlich ein ganz cooles System ist, dass ihr so ein bisschen Commitment zu der Bank zeigt und sagt, ja, ich will dieses nachhaltige Konzept unterstützen. Ihr müsst euch aber eben bewusst sein, dass wenn ihr da einen Anteil oder mehrere Anteile entsprechend kauft, dass diese eben erst nach 5 Jahren oder nach frühestens 5 Jahren entsprechend wieder zurückgefordert werden können.
Im zweiten Schritt möchte ich jetzt kurz auf die Apps der GLS Bank eingehen. Das ist in meinen Augen deswegen wichtig, weil in der heutigen Zeit immer mehr Menschen ja ihre Bankgeschäfte über eine App abwickeln und da in meinen Augen die User Experience auch einfach eine richtige Rolle spielt. Ich war tatsächlich lange Zeit mit der App der GLS Bank sehr, sehr unzufrieden, weil sie in meinen Augen sehr umständlich war. Sie war nicht besonders intuitiv, man musste irgendwie ständig seinen PIN eingeben und ich fand das ehrlich gesagt nicht mehr so richtig zeitgemäß, bin aber sehr froh, dass sich da inzwischen was getan hat und die GLS Bank inzwischen zwei unterschiedliche Apps anbietet. Und zwar ist das einmal die GLS M-Bank, das ist quasi die alte Online-Banking-App, wo ihr eben quasi das volle, mehr oder weniger alle Funktionen habt oder einen Großteil der Funktionen, die ihr eben auch im Browser habt, wenn ihr im Browser euch im Online-Banking einloggt. Und es gibt inzwischen eben auch die GLS Bank Pure App, das ist quasi eine abgespeckte Variante, wo man eben ein deutlich vereinfachtes Interface hat, die mir grundsätzlich auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Die erinnert mich auch so ein bisschen mehr an die Apps der Neobanken, also N26 oder Tomorrow. Das heißt, ihr habt eben hier nicht alle Möglichkeiten, die ihr auch bei der M-Bank-App habt, aber dafür ist es eben sehr viel schneller und sehr viel einfacher zu bedienen. Jetzt möchte ich einmal darauf eingehen, wie Nachhaltigkeit denn eigentlich bei der GLS Bank definiert wird, beziehungsweise wie Nachhaltigkeit in den Bankgeschäften der GLS berücksichtigt wird. Grundsätzlich ist es so, dass eben alle Bankgeschäfte, das heißt auch eben auch die Kreditgeschäfte und die Beteiligungsgeschäfte der GLS Bank auf sozialen und ökologischen Kriterien beruhen. Da gibt es eben einen, je nach Bereich, eben verschiedene Positiv- und Negativkriterien, nach denen da eben investiert wird. Wer meinen Kanal schon länger schaut, der kann damit wahrscheinlich jetzt schon was anfangen. Ansonsten kann ich da gerne nochmal mein Video zu verlinken, wo ich da ein bisschen näher drauf eingehe, wie das grundsätzlich funktioniert. Die GLS Bank verteilt ihre Gelder bzw. ihre Investitionen in sechs verschiedene Kerninvestitionsbereiche, wo eben Kredite vergeben werden und wo investiert wird. Diese sechs Bereiche sind Ernährung, erneuerbare Energien, Bildung und Kultur, Wohnen, Soziales und Gesundheit sowie nachhaltige Wirtschaft. Und was in meinen Augen ziemlich genial ist, dass ihr eben bei der GLS Bank für jedes einzelne dieser Kerninvestitionsfelder zum einen eben ein Zukunftsbild habt. Das ist so eine Art Vision, wo die GLS Bank für sich noch einmal oder für euch letztendlich definiert, wie sie nachhaltig investieren in diese verschiedenen Bereiche bzw. welches übergeordnete Ziel sie in dem jeweiligen Kerninvestitionsfeld verfolgen. Und dazu gibt es eben auch noch bestimmte Wirkindikatoren. Das heißt, für jeden einzelnen dieser sechs Kerninvestitionsbereiche gibt es diese Wirkindikatoren und damit schaffen sie eben ein bisschen Transparenz darüber, in welchen Punkten sie eben sich mit Unternehmen auseinandersetzen, die zum Beispiel einen Kredit bei der GLS Bank beantragen. Das heißt, natürlich ist das immer noch keine absolute Transparenz und man sieht das jetzt nicht bei jedem einzelnen Unternehmen, welche Kriterien da wie erfüllt wurden. Aber in meinen Augen ist das ziemlich genial, dass man da eben wirklich für jedes einzelne Feld sich das ganz genau anschauen kann. Wie definiert die GLS Bank da Nachhaltigkeit und wie versucht sie das Ganze messbar zu machen, beziehungsweise wie versucht sie das eben zu überprüfen bei der Kreditvergabe für Unternehmen. Das heißt, ihr könnt euch hier wirklich einmal bei jedem dieser einzelnen Felder anschauen, wie da jeweils Nachhaltigkeit definiert wird. Und was eben das Coole ist, wenn ihr ein Girokonto bei der GLS Bank abschließt, könnt ihr eben oder habt ihr die Option, beim Eröffnungsprozess auszuwählen, in welchem Bereich eure Gelder investiert werden sollen. Das war aber tatsächlich noch nicht alles in Sachen Transparenz, denn ihr könnt bei der GLS Bank tatsächlich auf der Website den kompletten Investitionsstand der GLS Bank einsehen. Das heißt, ihr könnt euch ganz genau einschauen, in welche Unternehmen, in welche Fonds bzw. in welche Anleihen die GLS Bank investiert. Und das ist in meinen Augen eben auch ja ein sehr, sehr großer Schritt hin zu Transparenz im Finanzwesen, dass ihr da eben wirklich einen aktualisierten Einblick habt, wo die Gelder der GLS Bank liegen. Genau, und das hilft natürlich total dabei, dass, wenn man sich das eben anschaut, dass man sich überlegen kann, ob man das unterstützenswert findet, ob man damit übereinstimmt. Genau, das heißt, das ist eben wirklich, das unterstreicht nochmal diese Stärke der GLS Bank, dass Transparenz da eben einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Kommen wir jetzt abschließend zu einem kurzen Fazit zum nachhaltigen Girokonto der GLS. Ich glaube, ich habe es jetzt mehrfach gesagt und sehr, sehr deutlich schon gesagt, die Transparenz bzw. der nachhaltige Impact dieses Kontos ist wirklich eine große Stärke. Man hat da eben einen ganz, ganz großen Erfahrungsschatz, man findet extrem viel mit einem sehr großen Grad an Transparenz und das überzeugt mich eben wirklich bei der GLS Bank. Darüber hinaus muss ich auch sagen, dass ich sonst soweit zufrieden bin. Ich habe das Gefühl, dass sie mit dieser neuen App eben auch so eine Lücke geschlossen haben, die mich lange Zeit sehr gestört hat, dass es da einfach eben jetzt eine gut zu bedienen in der App gibt, die in meinen Augen jetzt nicht ganz so stark ist wie die App von Tomorrow, aber trotzdem, die täglichen einfachen Sachen, die man so im Banking macht und braucht, relativ einfach ermöglichen. Auf der anderen Seite, der größte Nachteil, das ist, glaube ich, keine Frage, das sind grundsätzlich einfach die Kosten. Ich habe das ja vorgerechnet, wenn man mit Kreditkarte ein Konto haben will und 28 oder älter ist, ist man eben bei über 12 Euro pro Monat, was natürlich schon eine ganz schöne Stange Geld für ein nachhaltiges Girokonto ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das ist eben ein wirklich überzeugender
überzeugendes, nachhaltiges Konzept. Man bekommt sehr, sehr genau einen Einblick darin, wohin eben die eigenen Gelder gehen. Und 10 Euro oder 12 Euro ist jetzt, finde ich, immer noch nicht viel pro Monat. Auf der anderen Seite ist man das natürlich auch nicht gewohnt. Bei vielen Banken bekommt man ein kostenloses Girokonto. Das heißt, ich kann eben auch verstehen, wenn Leute sagen, dass einem das eben nicht wert ist. Wenn man sich eben schon überlegt, das Konto bei der GLS Bank zu eröffnen, macht es in meinen Augen wirklich Sinn, über diese Genossenschaftsanteile nachzudenken, weil man darüber eben langfristig die Kosten von dem Konto eben wirklich reduzieren kann und gleichzeitig bekommt ihr eben auch noch 1-3% Dividende. Die sind natürlich nicht absolut sicher, aber die GLS Bank existiert natürlich jetzt schon relativ lange. Sicher kann man sich bei sowas nie sein, aber ich glaube, die Chancen stehen eben ganz gut, dass man da eben jährlich entsprechend ein bisschen was zurückbekommt und das kann man ja in gewissem Maße auch noch gegenrechnen. Ich bin auf jeden Fall gespannt zu hören, was ihr zur GLS Bank bzw. zum nachhaltigen Konto der GLS Bank so denkt. Teilt gerne eure Erfahrungen, wenn ihr irgendwie schon ein Konto habt. Das ist, glaube ich, auch für alle anderen super spannend, da nochmal ein paar Erfahrungswerte zu hören. Ansonsten supportet wie immer gerne dieses Video und meinen Kanal mit einem Like oder abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und wenn ihr euch nochmal im Vergleich zur GLS Bank das Konto von Tomorrow anschauen wollt, verlinke ich euch wie immer gerne hier einmal das Video. Dann sage ich bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao.